Ingmar Hör ist der Mann, der vor gut 20 Jahren in Tübingen das Biotech-Unternehmen Curevac gegründet hat. Ist der Mann, der diesen mRNA-Impfstoff maßgeblich entwickelt hat. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen. Guten Morgen, Herr Heim. Herr Hör, es gibt diese Floskel. Wie geht es Ihnen in Ihrem Fall? Hat sie eine besondere Bedeutung deshalb, weil vor noch nicht mal einem Jahr hatten sie eine Überlebenschance von 20 Prozent. Ja, das war ähm, das Aneurysma, das mich in Berlin ereilt hat. Und dann wurde ich äh, von meiner Assistentin sozusagen, beziehungsweise meine Assistentin hat mich versucht anzurufen, hat dann das Hotel benachrichtigt und da haben sie mich dann gefunden. Im Koma. Und dann wurde ich äh, über die Rettungskette dann in die Charité überführt äh, und war dann im künstlichen Koma eine ganze schöne lange Zeit. Ja. Sechs Wochen insgesamt, ja. dann der mühsame, aber sehr erfolgreiche Weg zurück. Äh, darf ich fragen, ob es noch irgendwelche Folgen oder Schäden gibt, dessen, was damals im März 2020 passiert ist? Ja klar, also ich, ich habe nicht diese Ausdauer, die ich natürlich von mir kenne. Körperlich wird es auch mal besser. Aber wie gesagt, ich kann nicht so ganz auf einem Bein stehen. Aber ich bin ja kein Balletttänzer. Von daher ist es nicht so tragisch. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden. Haben Sie noch eine konkrete Erinnerung an den Moment, als Sie nach sechs Wochen Koma oder künstlichem Koma aufgewacht sind? An dem Moment eigentlich nicht, aber so an die Umgebung habe ich schon eine Erinnerung. Ich lag da verkabelt in einem Bett und dann gab es russischsprachige pfleger um mich rum, also mit russischem akzent, so dass ich nicht einordnen konnte, wo ich eigentlich bin. Ähm, also ich, ich war natürlich in berlin, aber ich wusste das nicht, und ich habe mich dann eher nach moskau ähm, gewähnt. Äh, also dass mich wirklich dann fremde kräfte der kgb, zum beispiel, mich entführt hätten, und das war natürlich äh, eine komische situation, die dann relativ rasch vermutlich aufgeklärt werden konnte. Ja, ich war nicht so ganz erreichbar. Also man konnte mir das kaum austreiben, weil ich natürlich gedacht habe: Ja, da sie sagen, das ist nicht der KGB, natürlich und so weiter. Ich war dann aber wirklich äh, ja äh, nicht so zutraulich und habe ja. gedacht, um Gottes Willen, was ist nur passiert. Gibt es denn an diese sechs Wochen Koma irgendwelche Erinnerungsfetzen? Ähm, ja, ähm, vielleicht, wenn ich so ganz nachdenke, war ich irgendwo, ähm, da lief ein Fernseher und da gab es so eine Automobilversteigerung. Ähm, ja, ja. Das habe ich irgendwie noch so wahrgenommen. Und ich weiß nicht, warum ausgerechnet eine Automobilversteigerung da liegt. Und das hat mir natürlich auch Fragezeichen verschafft. Ja, was habe ich damit zu tun? Ja. Ja, hat der Pfleger wahrscheinlich angelassen, einfach, okay. ja, um mich zu unterhalten. <laughs> äh, der Weg zurück war insofern mühsam. Sie mussten, glaube ich, bei null wieder, wieder anfangen. Sie mussten lernen zu gehen zu stehen, sie mussten lernen zu sprechen, mussten sie auch lernen zu denken? Das ist eine gute Frage. Also ich war immer ich, ja, also ich war nie so eine Fremdperson in der Sache und ich konnte schon irgendwo entscheiden, was ich will und was nicht. Letztlich war das Gedächtnis ein Thema, ne? dass mir einfach Sachen entfallen sind, aber ich habe meine Frau zum Beispiel sofort erkannt, also Dinge, die mir wichtig waren, habe ich erkannt. Weil das ist natürlich eine Geschichte, die auch Menschen passiert ist, die so einen Krankheitsverlauf wie sie hatten, dass deren Erinnerung ausgelöscht ist. Und das stelle ich mir außerordentlich schrecklich vor. Natürlich, Also neuer Mensch zu sein, ja, nochmal mit allem anzufangen, wie neugeboren ist, ist natürlich sehr, sehr schrecklich. Nee, aber das zum Glück ist nicht passiert. Sie haben gelernt, sich zurück äh, zu kämpfen, was war im Rückblick äh, die größte Hürde, die sie nehmen mussten. Ach, ja, das ist äh, vor allem die Berliner Zeit, die war sehr, sehr schlimm. Also auch zu akzeptieren, dass man nicht laufen kann, dass man einen Rollstuhl braucht und so weiter. Und ich bin nachts auf Toilette auch einfach umgefallen, aus meinem Rollstuhl rausgefallen. Also diese Hilflosigkeit, ja, das ist schon äh, frappierend gewesen. Ja, Da kann man sich mal aufs Alter dann einstellen, so langsam. <laughs> SWR1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Ingmar Hörr, der in den 90er Jahren, Mitte, Ende der 90er Jahre, auf die Idee gekommen ist, dass mit mRNA etwas passieren kann, was möglicherweise die Welt ein bisschen besser macht, ohne in alle medizinisch-biologischen Details zu gehen. Herr, was ist Ihnen damals aufgefallen? Ja, äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, man kann das sehr vereinfachen, indem man einfach die Analogie Software nimmt. Ne? Also Aha. RNA und DNA sind äh, die Software, aus denen das Leben gespeist wird. DNA ist in Chromosomen drin, das wird vererbt auch von Generation zu Generation. Und RNA ist der Nachrichtenübermittler, heißt auch Messenger RNA, mhm. englische für Nachricht. Und äh, diese Boden-RNA hat man eigentlich lange Zeit nicht so im Fokus gehabt. Ja? Weil dieses Molekül der Boden mRNA sehr, sehr instabil ist, wird also sofort verdaut. Weil die Natur möchte natürlich nicht ein stabiles Molekül haben, sondern wenn die Information übermittelt worden ist, ist so ein Briefumschlag, dann zerschüttet man den und schmeißt den weg. Und ja. das ist genauso bei der RNA der Fall. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, mRNA-Moleküle werden in den menschlichen Körper eingebracht und die Immunabwehr des Menschen wird entsprechend programmiert und aktiviert. Kann genau. man es so leinhaft formulieren? Genau, genau. Also RNA ist überall im Körper, der Körper kennt es. Und es gibt äh, Möglichkeiten, diese RNA abzulesen, und also Proteine zu machen, alle also Eiweißstoffe zu machen. Und das setzen wir ein, indem wir einfach einen Bauplan von so einem Eiweißstoff injizieren, ja. in den Muskel zum Beispiel. Dort werden die Muskelzellen das dann aufnehmen und dann werden sie, so wie sie es eigentlich immer machen, wenn sie RNA haben, werden sie dann sozusagen diese Eiweiße. Ja. Exprimieren heißt es fachlich, also okay. machen. Und diese Eiweißstoffe sind das eigentliche Vakzin. Also nicht die RNA, sondern der Eiweißstoff, der da entsteht, die sogenannten Antigene. Und was da in die menschliche Zelle reingeht, geht nicht in den Zellkern. Mit anderen Worten, hat auch nicht die Möglichkeit, die Genetik des Menschen zu manipulieren. Genau, also das ist keine Gentherapie, also geht nicht in den Zellkern rein, wo die Chromosomen sind, sondern bleibt im sogenannten Zytoplasma und wird auch wieder verdaut ja. nach Stunden und nach Tagen, das kann man einstellen. Okay. Jetzt waren Sie in Tübingen mit dieser wunderbaren Idee, mit dieser wunderbaren Erkenntnis, wollten was draus machen und hatten kein Geld. Und dann? <laughs> Ja, also wir hatten äh, diese Idee ähm, und äh, es ist auch auf der Doktorarbeit von mir gefußt. Also ich hatte auch die Ergebnisse, die mich... Extrem fasziniert hatten und dann kein Geld. Also, das ist ein Dilemma. Ja, gerade in Deutschland. In Harvard wäre es vielleicht anders gewesen, aber Deutschland zu der Zeit war kein Geld. Aber dann kann man sich vorstellen, dann kam sowas wie die Kreissparkasse in Tübingen. Die rationelle Kreissparkasse, die dann gesagt haben: Wir geben euch einen Kredit, ja, Aha. und ihr werdet es irgendwann mal wieder zurückzahlen können. Da vertrauen wir euch. Ja, wir wollen gar keine Sicherheiten haben. Also, das erste war wirklich die Kreissparkasse. Glaubt man gar nicht, ja, als Risikokapitalinvestor. Das zweite war das Land Baden-Württemberg, das damals ein Programm aufgelegt hatte, junge Innovatoren. Also eine halbe Stelle an der ja. Universität, aber trotzdem selbstständig sein. Ja. Dann kamen in Folge zwei Menschen, die man namentlich kennt: Dietmar Hopp, zum einen SAP-Gründer, bis heute glaube ich der größte Aktionär von CureVac, und dann ein Mann, der für manche Menschen immer noch das absolute Feindbild ist. Nämlich Bill Gates. <laughs> ja, also so einfach kommt man an Dietmar Haupt natürlich nicht ran. Da gab es den Friedrich von Bohlen, ähm, den ich über einen Anwalt kennengelernt hat hatte und Friedrich von Bohlen kam dann nach Tübingen, hat uns besucht und fand es spannend. Friedrich von Bohlen hat selber Unternehmen gegründet, ja, Lion Bioscience und ähm, Friedrich von Bohlen hat genauso leuchtende Augen bekommen wie ich. Ja? Und, und er hat dann gesagt: Ich bin mit Dietmar unterwegs, wir wollen mit Dietmar was finanzieren und dann werde ich dich, Dietmar, vorstellen. Es wäre eins, Leute, heute Vormittag mit dem Mann, der dem mRNA-Impfstoff auf die Spur gekommen ist, der den Impfstoff maßgeblich entwickelt hat, in Tübingen das CureVac-Unternehmen gegründet hat. Dann diese Geschichte. Wir haben eingangs der Sendung darüber gesprochen, Hirnblutung plus Koma und was den Job bei Curevac angeht. Wie ist da der momentane Status, Ingmar? Ja. Also ich habe keinen offiziellen Status, aber ich stehe natürlich im Austausch mit meinem Nachfolger Franz Werner Haas. Ich stehe auch im Austausch mit dem Aufsichtsrat und das besprechen wir noch. Aber was ich ausschließen kann, ist natürlich, dass ich eine CEO-Funktion übernehme. Ja das wird nicht der Fall sein. Also CEO waren Sie schon Vorstandsvorsitzender, ja. Sie waren auch schon Aufsichtsratschef. Ja. Wenn das alles nicht mehr zur Debatte steht, was bleibt da noch an Möglichkeiten und Alternativen im Unternehmen für Sie? Also das besprechen wir alles noch, aber ich werde auf jeden Fall eine Rolle wieder übernehmen. Ja. Innerhalb des Unternehmens. Innerhalb des Unternehmens. Ja. Wir wollten noch drei Sätze über Bill Gates äh, verlieren, also dem Menschheitsverschwörer, der den Menschen die Chips implantiert in Kombination mit der Impfung? <laughs> ja, ja, das, das sind krude Geschichten. Also ich habe Bill Gates selber kennengelernt und er ist wirklich fast, kann man sagen, ein Understatement. Ja, also ich habe ihn in Paris in einem Hotel im Keller kennengelernt, im Heizungskeller mit Heizungsrohren. Ich hätte ihn in das Suite erwartet. Und das ist so, so, das spricht für ihn eigentlich. Ne? Er ist extrem geerdet, er ist ja. extrem im Fach drin und äh, er hat überhaupt keine Verschwörungsansichten. Also, das ist äh, völliger Blödsinn, muss man sagen. Ich habe ich hab gelesen, der ist etwa mit 40, 50 Millionen Euro in das Unternehmen reingegangen. Ist diese Zahl korrekt? Ja, ähm, also mit mehreren Millionen, ja. Ja. Und dann gibt es inzwischen, um das zu komplettieren, also den Hop hatten wir schon als größten Aktionär. Inzwischen gibt es auch die Bundesregierung, also das Land Deutschland, das, ich glaube, mit zwei äh, Überweisungen reingegangen ist ins Unternehmen von plus minus zwei, jeweils zwei oder dreihundert Millionen Euro. Ja, also wie gesagt, die Zahlen kommentiere ich nicht, aber klar, also der Bund ist eingestiegen, hat auch einen Sitz im Aufsichtsrat bekommen und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Nicht so schön ist, dass es mit dem Impfstoff offenkundig sehr ruckelt und wackelt und der Impfstoff nicht ankommt. Also manche sprechen schon von einem Impfdesaster. Würden Sie so weit gehen aktuell? Aber ich glaube, das ist ganz normal, ja. Sehen Sie mal, es müssen ja alle durchgeimpft werden, ja. Und wichtig natürlich, dass die alten Leute, die Altenheime und sowas äh, gemacht werden. Und ich denke, das läuft auch mittlerweile wesentlich besser, wie ich das gehört habe, ja. Bis man eine Gesamtimmunisierung erreicht, da geht natürlich viel Zeit drüber. Und man muss sich auch irgendwo, wie man so schön sagt, eingrooven, ja. Das ist nicht von heute auf morgen. Man kann natürlich alles planen und so weiter, aber es muss im Doing irgendwo sein. Und gerade auch wenn so eine Kühlkette aufrechterhalten werden muss, ist natürlich besonders schwierig, ja. Das muss natürlich stimmen der Impfstoff darf dann nicht auftauen, ja, mhm. da muss man extrem aufpassen und so und das sind dann besondere Hürden, die man halt auch noch überwinden muss. Auf der anderen Seite, wenn man in andere Länder guckt, dann machen die es offensichtlich doch sehr viel besser. Die Engländer beispielsweise, auch die Israelis. Ich meine, Israel kann man nicht vergleichen, das ist eine große Stadt, wenn man es mal genauer sieht, ja. also das ist überhaupt kein Thema. Ähm auch die Engländer, ähm, da ist natürlich London äh, ganz vorne dran. Äh, und äh, das läuft in London sehr, sehr gut. Vom Umland weiß ich das gar nicht so richtig. Aber ich glaube wirklich, ähm, man, man darf da nicht so negativ sein. Es ist ganz klar, es ist sehr, sehr komplex. Ja? Und ich glaube, jeder tut, was er kann. Auf der anderen Seite, wenn ich, ich will jetzt auch nicht negativ sein, aber wenn man sich überlegt, es gibt zwei Unternehmen in Deutschland, BioNTech in Mainz und CureVac, in Tübingen, die maßgeblich diesen neuen Impfstoff entwickelt haben. Und in dem Land, in dem entwickelt wurde, nämlich Deutschland, ist eindeutig zu wenig Impfstoff da. Ja, es ist halt allgemein zu wenig Impfstoff da. Ne? Und äh, man muss halt mit den Dosen umgehen, so, so wie man es kann. Ich meine, Israel ist relativ klein. Äh, das, ist, das ist sicherlich eine große Möglichkeit, fast alle durch zu immunisieren. Aber ich frage auch zurück, warum gehen wir nicht nach Indien? Ich meine, die haben es besonders verdient. Ne? Also da, äh, die haben ganz wenig Infrastruktur und können letztlich medizinisch viel weniger machen wie wir. Also ich müsste eher die Fragen stellen, warum Deutschland als allererstes? Die Antwort wäre, und möglicherweise wäre, nicht, wäre sie nicht sehr schön, diese Antwort, jeder ist sich selbst der Nächste. Ja, so ist es. Das ist das Leben, ja. <laughs> BioNTech und Moderna beide sind mit ihren mRNA-Impfstoffen auf dem Markt. Warum dauert es bei CureVac länger als vielleicht auch geplant? Also da muss man reingucken, was BioNTech und Moderna gemacht haben, ja, wie die entwickelt haben. Ich, ich denke, was ganz wichtig war für CureVac, dass technologisch alles gemacht wird, einen sehr, sehr guten Impfstoff zu machen, also niedrige Dosierung, wenig Nebenwirkungen. Und auch äh, geringe Kühlung. Und da Plus einfach, 5 Grad im Vergleich zum Grad, genau. Grad Und da wurde einfach Arbeit investiert in die sogenannte präklinische Entwicklung, ähm, bevor man dann in die Klinik gegangen ist. Wobei natürlich auch Curevac-Leute, also wir hatten Ende November Herrn Haas den Curevac-Vorstandsvorsitzenden da, und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ging er schon davon aus, dass im ersten Quartal des Jahres 2021 man äh, mit dem Impfen anfangen kann. Ja, ähm, schauen wir mal. Also das ist äh, letztlich Sie sagen ja zweites Quartal, Anfang zweiten Quartals, muss man mal sehen. Aber natürlich tun alle dafür alles, dass das wirklich schnell geht jetzt. Ja. Weil der Druck natürlich auch, der mediale, öffentliche, politische Druck auch entsprechend hoch ist. Ach, ich sehe gar nicht mal so den medialen Druck so arg, sondern wir wollen ja was tun. Ja, es ist ja, es treibt uns ja alle an, dass wir ja. was wirklich diese Pandemie eindämmen wollen. Und äh, da braucht es die Medien gar nicht. Also wir sind auch so eingespurt, dass wir so schnell wie es geht das machen wollen. Sie sind noch in dieser berühmten Phase 3. Wie, wie läuft diese Phase 3 aktuell? Da kann ich auch nichts sagen. Nee. Warum nicht? <laughs> Weil ich es auch nicht weiß, ja. Das so. ist ja verblindet. Ähm, und da kann ich auch nichts dafür sagen und ich kann auch nicht für das Unternehmen sprechen. Ähm, aber äh, das wird, wird schon gehen, denke ich. Also tagesschau.de äh, hat gestern äh, gemeldet im Vergleich zu BioNTech und Moderna hätte der CureVac-Impfstoff weniger Antikörper gebildet und möglicherweise auch höhere Nebenwirkungen. Auch da kann ich nichts dazu sagen. Ja, das, das müssen Sie dann den Herrn Haas fragen. Der aber nicht da ist. <laughs> und Sie kennen ihn ja gut. Ja. Und Sie sind nicht nur Geschäftspartner, sondern auch, ich glaube, Sie sind auch befreundet. Ne? Ja. Ich versuche es mit einer letzten Tagesschau.de-Frage. CureVac soll den US-Markt aufgegeben haben. Stimmt das? Ich meine, ähm, die Märkte, die jetzt versorgt sind, äh, sind, sicherlich die sind sicherlich nicht die Zielmärkte von CureVac. Das ist auch klar. Und äh, ich denke, was äh, sehr, sehr wichtig ist, dass man, das habe ich ja eingangs auch erlebt, dass man auch die Länder nicht aus den Augen verlieren, die jetzt nicht so reich sind, ja? Ja. Und die auch nicht diese Kühlketten machen können. Also ich bin sehr dafür, dass man äh, die im Augenblick äh, äh, sehr beachtet und sich mit diesen Ländern auseinandersetzt. Also wie gesagt, Märkte, die jetzt schon mit Impfstoffen befüllt werden, sind hier richtig die Zielmärkte. Von der ist, das, ist das die entscheidende Größe, diese Kühltemperatur von plus 5 Grad im Vergleich zu minus 70 Grad bei anderen Impfstoffen, wenn man daran denkt, dass es irgendwann Sommer gibt mit entsprechenden Temperaturen und dass es auch andere Länder gibt als Deutschland in Osteuropa beispielsweise oder viele Länder der dritten Welt? Auf jeden Fall, also das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, das man nicht aus den Augen verlieren darf. Und äh, es ist nur gut, dass es Impfstoffe gibt, die da auch bei 4 Grad äh, lagerfähig sind. Und selbst wenn sie ein bisschen später jetzt auf den Markt kommen, äh, jetzt sind wir schon so lange in dieser Pandemiesituation, jetzt ja. kommt es meiner Meinung nach jetzt auf die letzten ein, zwei Monate auch nicht mehr an. Ja. Was versprechen Sie sich von der Kooperation mit Bayer? Naja, es ist ein professionelles Pharmaunternehmen und äh, auch ein traditionsreiches Unternehmen. Das gefällt mir, mir natürlich besonders gut, dass wir diese Tradition nutzen können, äh, gemeinsam stark zu sein in diesem Markt. Und Bayer kann natürlich alle Pharmafragen, also gerade die Distribution zum Beispiel, unterstützen. Aber Bayer ähm, steigt auch offensichtlich in die Produktion auch ein. Da ist auch gut, dass wir unterstützt werden. Also eine Pharmakooperation ist sehr, sehr wichtig. SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, dem curevac Gründer Ingmar Hopp. Ho Ingmar Hopp, sage ich. Jetzt Ingmar schon. Hopp. Ingmar, das, unter finanziellen Gesichtspunkten, Herr Hör, wäre das nicht die, die allerschlechteste Name. Ja, ich Umwandlung. bin noch nicht adoptiert worden. Okay. Ich wollte, haben wir geklärt, ich wollte noch den Zusatz bringen, Sie sind natürlich der Mann, der diesen mRNA-Impfstoff entwickelt hat. Wenn wir jetzt auf die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts gucken, Herr Hörr, dann stellen wir fest, die Infektionszahlen sind etwas rückläufig, aber die Todeszahlen nach wie vor sehr hoch. Wie interpretieren Sie das? Ja, natürlich. Die Älteren haben halt letztlich nicht diese Abwehrkräfte, die man braucht, um so eine Covid-Infektion zu überstehen. Und deswegen muss man natürlich auch besonders die Älteren schützen. Ja, also gerade die Altenheime sind natürlich können dann Hotspot werden und das muss man auch schließen. Und das ist nicht, ist das möglicherweise auch das Hauptversagen? Derer, die politische Verantwortung in Deutschland tragen, dass das nicht gelungen ist, bis heute nicht richtig gelungen ist, die Alten wirksam zu schützen? Ich würde nicht was sagen, sagen, ja. Ich, ich denke schon, dass jeder tut, was er kann. Und es, es ist einfach, man hat ja auch letztlich jetzt Erfahrungswerte, die man vielleicht noch vor einem halben Jahr nicht hatte. Ne? Also von daher, ich denke schon, dass alles dafür getan wird. Mit Besuchsregelungen und so weiter, mit Corona-Tests, ja. jeden Tag sozusagen fast schon, ja. Also ich, ich denke nicht, dass es Versagen ist. Also gestern haben sich die Bundeskanzlerin plus die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten darauf geeinigt, es wird bis Mitte Februar verlängert. Schulen, Kitas, Gastronomie, alles bleibt zu. Ausgangssperre in Baden-Württemberg bleibt auch richtig so? Fragezeichen. Ich denke schon, wir haben eigentlich keine anderen Möglichkeiten zurzeit. Ne? Wir müssen da diesen harten Weg gehen. Und wie gesagt, wir müssen echt an unsere älteren Mitbürger denken und sie schützen. Und das geht es eigentlich. Wir wollen Leben erhalten. Das ist ganz wichtig. Und da braucht man natürlich dann die Geschlossenheit der Gesellschaft. Es gibt die Appelle, mehr Homeoffice zu machen. Da ist auch jetzt behördlich was auf den Weg gebracht worden. Dann gibt es auch die Aufforderung oder möglicherweise auch demnächst den definitiven Entscheid, dass man... In öffentlichen Verkehrsmitteln, beispielsweise FFP2-Masken oder OP-Masken tragen muss, auch richtig so? Klar, man muss machen, was man machen kann. Und gerade die Masken tragen, das ist das geringste Übel, was man hat. Ne? Also von daher auf jeden Fall richtig. Dieser Inzidenzwert von 50, ist der in Stein gemeißelt oder muss man, wie manche Experten sagen, weggehen von dieser Zahl? Er braucht natürlich Richtlinien, an die man sich halten kann. Ähm, natürlich kann man das modellieren und anpassen, ähm, aber das äh, würde ich jetzt nicht als, als, als so wichtig sehen. Generell ist, dass man diese Maßnahmen jetzt durchführen muss und durchziehen muss. Ansonsten gibt es auch den Tübinger Weg, also die Stadt, die Sie deshalb gut kennen, weil Ihr Unternehmen, CureVac, dort ansässig ist und Sie auch in Tübingen leben. Was Boris Palmer macht, äh, ist das A sinnvoll und B erfolgreich? Ich denke schon, also gerade, dass man den Nahverkehr versucht, die alten Leute in den Nahverkehr zu setzen, dass man auch Besuchsregelungen bei Supermärkten zum Beispiel, dass man versucht, den alten Leuten, den älteren Risikoleuten Zeiten zu geben, wo sie dann exklusiv einkaufen dürfen. Ich glaube, das ist wichtig und gut. Also das, das unterstütze ich auf jeden Fall. Wobei es ja auch in der Verantwortung jedes einzelnen älteren Menschen liegt, sich so zu verhalten, dass er sich selbst möglichst wenig gefährdet. Klar, aber ähm, wenn, wenn wie gesagt, wenn man dann im, im vollgetränkten Bus sitzt, ja, dann kann man halt wenig tun und da braucht man dann schon Regelungen. Und wie gesagt, die Risikogruppen sind die alten Leute und das geht's eigentlich und das macht der Boris Palmer sehr sehr gut. Wir haben viele oder wir bekommen viele Mails von Hörerinnen und Hörern. Äh, es gibt eine Fraktion, die uns vorwirft, wir würden eine Dauerwerbesendung machen fürs Impfen. Es gibt andere, die sagen, äh, wir haben Falsch. Ich habe keine Ahnung. Und Sie sind einer, der die Tatsachen entweder leugnet oder verschweigt. Beispielsweise, dass die Impfung, die jetzt angelaufen ist, bei älteren Menschen überhaupt nicht wirkt. Ja, dann würde ich gerne mal die Daten sehen, worauf sich der Hörer bezieht. Also, ich habe andere Daten. Es wurden klinische Versuche gemacht und da waren auch ältere Patienten eingeschlossen und die haben reagiert. Also, es ist natürlich immer, wenn man dann irgendwo Dinge behauptet, sollte man sie auch belegen können. Eine Hörerin schreibt, es hätte dramatische Todesfälle gegeben in Pflegeheimen, dass ältere Menschen direkt nach der Impfung verstorben seien. Also das, auch da würde ich gerne mal die Daten sehen. Ja? Natürlich gibt es Einzelfälle, dass Menschen versterben. Das ist ganz normal. Aber war es die Ursache der Impfstoff und die Kausalität, die würde ich gerne sehen. Dann gibt es Leute, die sagen, jemand wie Sie beispielsweise, der noch nicht geimpft ist, oder die Leute von BioNTech, die sich bisher nicht haben impfen lassen, das hat ja alles seinen Grund. Also der Grund ist einfach, ähm, a, ich habe ganz viele Medikamente noch äh, zu nehmen gehabt, jetzt ist es langsam besser. Das war ein Grund, warum ich das nicht gemacht habe. Wegen und ihrer Hirnblutung und genau, des Chromas, genau, um das nochmal genau, so sagen. Genau, genau, genau. Und jetzt ist es so, dass ich noch nicht dran bin. Aber wie gesagt, wenn jetzt alle auf mich einreden, dass ich es machen soll, mache ich das sofort. Ja? Also wie gesagt, ich wollte einfach auch den Leuten Vortritt lassen, die jetzt dran sind. Ja. Wir haben eingangs der Sendung schon darüber gesprochen oder versucht darüber zu reden. Dieser ständig sich wiederholende Vorhalt, die Impfung. Die mRNA-Impfung schädigt und verändert das Erbgut. Es ist wissenschaftlich nicht möglich. Wir reden um RNA-Boden-Ribonukleinsäure. Das ist seit, seit der Evolution ist es dieser Bodenstoff, der gemacht ist, dass er wieder weggeht. Information übermittelt wie ein Umschlag und zerknüllt wird und weggeschmissen wird. Es ist nicht möglich, dass eine RNA verbleibt im Körper. Die werden abgebaut, ja, und das ist wissenschaftlich fundiert erwiesen. Also, das ist eine Diskussion, das kann ich nachvollziehen, ja, wenn man von genetischem Material spricht und so weiter. Das müssen wir angehen. Aber es ist fundiert. Es schreiben uns SWR1-Hörerinnen, die die Furcht haben, dass eine Impfung Frauen unfruchtbar macht. <laughs> ja, ich meine, es ist immer, eine Impfung ist immer natürlich, ähm, äh, könnte Nebenwirkungen haben, aber auch von Unfruchtbarkeit ist irgendwo nie was gezeigt worden in den klinischen Studien. Also hier, wenn da Ängste sind, dann bräuchte man wirklich Daten, die das belegen, dass es auch stattfindet. Ansonsten sind die Ängste... Ähm Aber warum werden Schwangere dann nicht geimpft? Naja, da ist natürlich äh, das Immunsystem äh, sehr, sehr stark äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Kind, mit der Toleranz und sowas von dem Kind und sowas. Man möchte natürlich jetzt keine Risiken auf sich nehmen, aber das betrifft ja alle Impfungen, ja, nicht nur diese RNA-Impfungen, auch Tetanus und sowas, ja. Das ist alles letztlich eine Sache, die man da hinten anstellt, äh, um das Letztneugeborene Neugeborene nicht zu schädigen. Äh, ja. Dann gibt es Leute, die sagen, äh, ein Impfstoff, der in weniger als einem Jahr entwickelt äh, <laughs> äh, worden ist, kann ich funktionieren und muss perspektivisch Langzeitschäden mit sich bringen? Auch hier, ich denke, ähm, man sollte sich doch freuen, dass wir irgendwie eine Waffe haben. Ja, natürlich müsste man äh, langfristig das auch sehen. Aber was man wirklich sehen kann und das ist wirklich belegt, dass diese RNA auch verschwindet. Ja, die Immunantwort ist da, die RNA verschwindet und jetzt kann man natürlich charakterisieren, wie lange besteht die Immunantwort. Das wird auch gemacht. Ja, braucht man eine Auffrischimpfung zum Beispiel in einem Jahr. Das wird auch gemacht. Aber das sind alles jetzt Dinge, die sind ganz normal bei Impfstoffen. Wir kriegen sehr, sehr viele Fragen von SWR1-Hörerinnen und Hörern. Im Übrigen auch Fragen danach, ob man mit bestimmten Vorerkrankungen, Krebs beispielsweise, MS, Multiple Sklerose beispielsweise, ob man, ob man da sich impfen lassen sollte oder eher vorsichtig sein sollte. Ja, ich bin ja kein Arzt, kein Mediziner. Ähm, am besten wenden Sie sich da an Ihren Arzt, der Sie betreut, der kann es am besten auch einschätzen. Die Skepsis gegenüber der auch von oder gerade von Ihnen neu entwickelten MRNA-Impfung ist irgendwo zwischen deutlich und groß. Also zumindest wenn ich zusammenfasse, was es an Reaktionen von Hörern gibt. Beispielsweise diesen MRNA-Stoff gibt es ja schon sehr lange. Also nicht nur wegen Corona, sondern auch vorher schon. Und der hat noch nie eine Zulassung bekommen. Da muss doch was dahinter stecken. Ja, ähm, warum ist es so? Weil wir letztlich, und das betrifft auch ich haben uns sehr stark mit Krebserkrankungen beschäftigt, über Jahre hinweg. Und haben letztlich an Krebspatienten den Impfstoff äh, getestet gegen ihre Krebserkrankungen. Und da gibt es auch Daten, auch Verträglichkeitsdaten von diesen Patienten. Ähm, diese Impfstoffe an sich standen eigentlich nie im Fokus so richtig. Ne? Also Grippe zum Beispiel, kann man sich auch vorstellen, denkt ja jeder, ja, Grippe ist irgendwie normal, kriegt jeder Patient, was, was, was wir jetzt wollten, zum Beispiel einen universellen Grippeimpfstoff, der dann über mehrere Jahre auch dann wirkt. Ähm, das haben wir zum Beispiel auch mit der Gates Foundation zusammen gemacht. Und da sind auch Studien unterwegs, aber ähm, dieses Corona-Thema war überhaupt nicht absehbar. Keine der Firmen. Äh, Norwegen hat offenkundig, schreibt ein Hörer, äh, Impfung. Ich weiß jetzt nicht, von, welcher, von, von welchem Impfhersteller äh, gestopft mit dem Hinweis, es seien Tote zu beklagen in norwegischen Altersheimen. Also das ist mir nicht bekannt. Also auch da müsste man mal die Daten sehen, was da die Ursachen sind. Ähm, letztlich der Impfstoff ist wirklich auch an alten Probanden getestet worden, auch gerade von Moderna und BioNTech. Also das äh, ist mir neu diese Information. Was Norwegen angeht, schreibt uns gerade ein, ein Hörer, es gäbe 23 Tote bei 25.000 Geimpften entspricht in Norwegen entspricht einer Sterblichkeitsquote von knapp 0,1 Prozent bei einer Hochrisikogruppe ja. 80 plus. Genau, also man muss die Daten angucken, analysieren, ob das äh, was mit dem Impfstoff zu tun haben kann oder ob das die normale Sterblichkeitsquote ist. Also da habe ich keine Daten, aber die muss mhm. man sich angucken. Das die ist nächste Frage, Herr Hörer, wie können Sie es mit Ihrem Gewissen verantworten, mit einem Unternehmen wie Bayer zusammenzuarbeiten, das immerhin für Mosanto verantwortlich ist? Ja, das ist natürlich eine lange Historie, aber das Unternehmen hat auch Medikamente wie Aspirin zum Beispiel entwickelt. Also ein traditionsreiches Pharmaunternehmen. Und wir haben mit Monsanto auch nichts zu tun. Und ich finde es gut, dass wir so einen Partner wie Bayer haben, der einfach auch traditionell sehr lange in der Pharmabranche ist, Ausflug jetzt in die Agrarbranche gemacht hat. Aber wie gesagt, es ist gut, dass wir im Bereich Pharma miteinander kooperieren können. Dann gibt es die Frage, ob Sie mit dieser Impfreihenfolge einverstanden sind oder ob es nicht sinnvoller wäre, beispielsweise Kinder und Jugendliche zuerst zu impfen oder Leute zu impfen, die von Berufswegen mit vielen Menschen zu tun haben müssen. Dazu zählen dann nicht nur Ärzte und Schwestern und Pfleger, sondern auch Lehrer und Erzieher und die berühmte Supermarktkassiererin. Ja. Also, ich glaube, man muss jetzt erstmal die Risikogruppen angucken. Und das sind halt die älteren äh, Patienten, die dann auch wahrscheinlich sterben könnten. Das Sterberisiko recht hoch ist. Und die Leute, die jetzt ein geringes Sterberisiko haben, stehen jetzt nicht in der ersten Reihe. Und da zählen natürlich vor allem die Kinder dazu. Ja, also, mir ist nicht bekannt, dass jetzt Corona wirklich eine hohe Letalität bei Kindern äh, gibt. Aber natürlich sind die Pflegeberufe sehr, sehr wichtig. Auch die Dienstleister und so weiter. Und bin ich schon natürlich dafür, dass die auch bevorzugt sind. Sehr, sehr viele Reaktionen von SWR1-Hörerinnen und Hörer. Sehr viele kritische, die wir versucht haben auch aufzunehmen. Ein paar auch aufmunternde. Punkt 1, ein Roland, übrigens aus Thailand, schreibt uns, erstens, er hätte Ingmar Herr ihre Promotion gelesen und zweitens, er fände sie gut und könne sie empfehlen. <laughs> das ehrt natürlich. Und äh, mich wundert, dass wir das in Thailand hingekriegt haben. Also gratulation. <laughs> Dann schreibt uns eine Hörerin, dass die Mehrzahl derer, die schreiben, eben zweifelnd seien. Und das läge daran, dass die Zuversichtlichen nicht schreiben, sondern darauf warten, dass ihr Jahrgang aufgerufen wird. Ja, das ist sicherlich so. Ja. Dann nochmal die Ansage, ob es nicht sozusagen im Sinne von von Glaubwürdigkeit gut wäre, wenn die, wenn die wichtigen Vertreter von CureVac und BioNTech sich selbst von mir aus auch öffentlich impfen lassen, damit äh, auch das skeptische Publikum überzeugt wird. Ja klar, aber auf der anderen Seite heißt es dann, die drängen sich vor ja und sind nicht an der Reihe und so weiter und die haben Privileg und so. Und ich kann ja nur als Proband in der Studie teilnehmen und dann weiß ich auch nicht, ob ich Placebo kriege. ja Also von daher gesehen, ja, ich, ich gehe den normalen Weg. Ich gehe dann, wenn meine Altersgruppe dran ist, lasse mich dann natürlich gerne von dem CureVac-Impfstoff impfen, aber ich würde mich auch von anderen Impfstoffen impfen lassen. Das ist ja die gleiche Technologie. Was die Zukunft von CureVac äh, angeht, in Verbindung mit allen Fragen, die da entstehen, muss man Vorneweg sagen, Sie sind aktiv nicht in dem CureVac-Unternehmen nicht mehr tätig und CureVac ist ein börsennotiertes Unternehmen. Das heißt, alles, was Sie jetzt sagen, könnte irgendwelche Folgen haben. Genau, also es ist meine private Meinung, von der ich hier kundtue. Und alles, was, was hier gesagt wird, ist Ingmar Hör Privatmeinung. Genau, wichtig. Wie sieht die Privatmeinung des Ingmar Hör aus, wenn es um die Zukunft geht? Wann ist die Phase 3 abgeschlossen? Und wann, wenn die Zulassung denn kommt, von der Sie, glaube ich, ausgehen? Ja. Wann kann dann geimpft werden? Wie gesagt, das, was das Unternehmen verlautbart ist, in der ersten Quartals. Und wie gesagt, die wissen da besser Bescheid wie ich. Ja, ich bin da gar nicht so im Detail mit dabei. Erstes Quartal. Ja, oder Anfang zweiten Quartals. Ja. ja. Also um den, um den Dreh rum geht es auf jeden Fall. Und es wird mit Hochdruck dran gearbeitet, letztlich da die Geschwindigkeit zu haben. Die bisherigen Erfahrungen sind die, dass es offenkundig bei den anderen zu wenig Impfstoff gibt. Jetzt in dieser Kooperation mit Bayer können Sie da sozusagen nachjustieren, dass Sie dieses Problem nicht haben, wenn Sie mit Ihrem Impfstoff an den Start gehen? Auch da wird alles getan. Natürlich braucht es der Technologietransfer zum Beispiel nach Holland zu Wacker zum Beispiel, mit dem wir kooperieren. Das braucht natürlich seine Zeit, aber es wird alles dafür getan, ausreichend Impfstoffdosen anzubieten. Sie sind dieses am Ende der Sendung unterm Strich als Bilanz gefragt, zuversichtlich und optimistisch? Ja, ich bin immer optimistisch, <laughs> aber gerade in dem Fall besonders, äh, weil die RNA-Technologie jetzt äh, eine Schlüsselrolle spielen wird, das freut mich. Und letztlich äh, muss man in die Zukunft schauen, dass es okay. dann ganz normal wird, RNA-Vaccine zu haben. Äh, ansonsten, ich bedanke mich sehr, dass Sie heute Vormittag äh, bei uns waren. Die Kollegen des SWR-Fernsehens äh, haben heute Abend ab äh, 21.05 Uhr den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer zu Gast mit dem Sie lange, lange ist es her eine ganz spezielle Erfahrung gemacht haben im Auto. <laughs> ja, ich kenne den Boris Palmer sehr, sehr lange, auch als Student noch. Und dann saß er bei mir im Auto bei einer Veranstaltung der IHK Reutlingen. Äh, habe ich den mitgenommen, weil er ja letztlich nur Fahrrad gefahren ist zu der damaligen Zeit. Und da hat er mich gefragt, ob er denn irgendwie Anteile an der Firma erwerben könne. Da habe ich gesagt, nee, Boris, ähm, das ist echt zu riskant für dich. Okay. Ja, du regierst Kopf und Kragen. Um das nochmal zu sagen, das hat er als Student gefragt und nicht als Oberbürgermeister später <laughs> genau. von Tübingen. Genau. Danke nochmal, dass Sie da waren.